Wie sich der heimische Forschungs- und Hochschulstandort weiterentwickeln kann und soll, diskutierte die Wissenschaftselite Salzburgs und darüber hinaus. Für Landeshauptmann Wilfried Haslauer ist klar, wohin diese Entwicklung führen soll. Und unser Ziel ist, dass wir für Vortragende, für Lehrende, für Forschende, für Unterrichtende als Standort attraktiv werden und auch für Studierende attraktiv werden, die sozusagen das Gefühl bekommen müssen, in meinem Bereich, was immer es ist, müsste ich eigentlich in Salzburg sein, weil dort tut sich was, da entwickelt sich etwas. Da sind die neuesten Trends und Erkenntnisse in einer dynamischen Weiterentwicklung begriffen. Und genau das ist der Weg, den wir brauchen. Und da stelle ich schon fest, dass sich sehr viel tut und das macht mich sehr glücklich. Wir haben 6 Universitäten und Hochschulen und sind hier ganz stark auf Qualität und Fokussierung gegangen, nämlich in dem Sinn, dass wir wirklich 5 Bereiche definiert haben, die wir als Land Salzburg gemeinsam mit den Standorten bearbeiten. Das heißt, wir haben hier wirklich Nischen gesucht, wo Salzburg die Exzellenz hat, auch international sichtbar zu werden. Und das gelingt uns sehr gut. Die Hochschulen, Universitäten und die Fachhochschulen, die sind eigentlich Leuchttürme in einer Region und sind auch Taktgeber für neue Entwicklungen. Das heißt, was ist wichtig? Naja, Exzellenz ist wichtig, internationale Sichtbarkeit, eine gute Verankerung mit dem regionalen Umfeld und Impulse zu geben, was Entwicklungen angeht. Die Stärken, die schon da sind, weiter ausbauen, Nischen besetzen, lieber ein Kaiser in der Nische sein, als ein Mitläufer in einem Massenmarkt. Man muss auf Qualität setzen, nicht auf Quantität und Alleinstellungsmerkmale erhalten, die gibt es schon teilweise, erhalten und ausbauen. Und das haben die allermeisten schon ganz gut verstanden, dass das der Stoff ist, aus dem für dieses Bundesland Zukunft gemacht werden kann.